Hallo, heute ist ein geheimnisvoller Tag für Bücher. Aber bevor ich euch dieses geheimnisvolle Buch zeigen kann, geht es erstmal um den rechtlichen Teil. Hier oben steht Dauerwerbesendung. Ihr wisst, das muss so sein. Ich werde euch Bücher vorstellen und zeigen und das könnte unter Umständen eure Kaufentscheidung irgendwie beeinflussen. Unten in der Infobox findet ihr alle nötigen Informationen, Links und so weiter. Ihr müsst also nichts mitschreiben. Darunter sind auch Links, die zu Amazon führen und dort sind wir im Partnerprogramm. Und wenn ihr darüber einkauft, dann bekommen wir dafür Prozente. So, aber jetzt gehen wir ins alte Weimar. Naja, zumindest zeige ich euch das. Es ist Kai Meier, die Geisterseher und ein unheimlicher Roman aus dem klassischen Weimar. Dieses Buch liegt schon lange, lange Zeit auf meinem Sub und ich übertreibe nicht, wenn ich sage Jahre. Ich habe es mir damals in einem Überschwang gekauft. Ich hatte Die Alchemistin gelesen von Kai Meier und ich war ein Riesenfan von diesem Buch. Ich fand das einfach großartig und dann kam noch Frostfeuer und ich weiß nicht, was ich noch alles von ihm gelesen habe, Die fließende Königin und so weiter. Und ich hatte mir diese Bücher auch gekauft, denn dazu gibt es noch einen zweiten Teil, das ist Die Winterprinzessin. Ja, warum habe ich nach diesen Jahren jetzt, gerade jetzt dazu gegriffen? Es war die Zeit vor Halloween und ihr wisst, Halloween, Geister, ja, vielleicht auch ein bisschen historisch, das passt schon ganz gut. Also habe ich mir gedacht, okay, jetzt oder nie, es wird Zeit. So, und ich habe es mir genommen und habe es gelesen und ich habe dem ganzen Buch 4 Sterne gegeben. 4 Sterne ist schon richtig gut. Das Einzige, es war ein bisschen düster. Ja, aber das werde ich euch gleich noch genauer beschreiben. Dass es natürlich kein heller Roman wird oder kein heller Krimi, das sieht man schon so von außen. Ja, worum geht es eigentlich? Es geht um Goethe, Schiller, die Brüder Grimm und auch E.T.A. Hoffmann spielen eine große Rolle in diesem Roman. Es gibt eine Theateraufführung von Goethes Faust und ein Schauspieler bricht auf der Bühne tot zusammen. Man munkelt, es könnte Gift gewesen sein. Damit beginnt die Geschichte und dann setzt es wieder ein, in dem Moment, wo die Brüder Grimm, die zu Gast sind bei Goethe, zum guten Schiller aufbrechen, um ihn zu besuchen. Schiller liegt allerdings schon sterbenskrank in seinem Bett und ja, er ist eigentlich nur noch ein Häufchen Elend. Er vertraut den Brüdern Grimm aber ein Manuskript an. Und dieses Manuskript sollen sie beiden zum Geheimrat Goethe bringen. Ist eigentlich keine schwere Aufgabe, sind ja nur ein paar Gassen weiter, aber kaum treten sie durch die Tür, kommt ein Fremder und schwupp ist das Manuskript weg. So, und das ist der Auftakt für einen sehr interessanten, sehr spannungsreichen Krimi. Natürlich möchten sie das Manuskript wieder haben und vor allen Dingen, was sollen sie Goethe jetzt erzählen? Schiller ist jetzt auch tot und ja, es wird spannend. Und das Ganze wird wirklich spannend. Und sie treffen in dieser ganzen Turbulenz um sehr interessante Persönlichkeiten und das alte Weimar und diese ganzen Orte leben wieder auf. Es ist wirklich sehr atmosphärisch und sehr gut geschrieben. Ja, was mir besonders gut gefallen hat, sind natürlich die Brüder Grimm. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan der Brüder Grimm. Ich finde die beiden Brüder einfach hochinteressant, sehr kauzig. Der Jakob ist der Ältere. Die Geschichte wird auch von Wilhelm erzählt. Und Wilhelm war ja derjenige, der ein bisschen ja, mehr aus sich herausgegangen ist, der auch gerne in Gesellschaft war. Jakob war ja mehr so stiller, mehr für die Arbeit interessiert, also auch nicht so offen. Und Wilhelm erzählt die ganze Geschichte aus seiner Sicht und das hat mir sehr gut gefallen. Ich mag auch Goethe, ich finde ihn durchaus sehr interessant und auch amüsant. Schiller ist nicht so ganz mein Ding. E.T.H. Hoffmann finde ich auch sehr interessant, obwohl ich über den noch relativ wenig weiß. Und ich fand diese Begegnung mit diesen historischen Persönlichkeiten halt sehr
interessant und vor allen Dingen, die gaben dem Ganzen natürlich nochmal so eine kleine Würze, als wenn das irgendwelche unbekannten Charaktere gewesen wären. Das Ganze ist wirklich auch so ein bisschen abenteuerlich mit Kutschenfahrten. Es geht um Gift, es geht um Verschwörung. Ihr trefft auch noch auf einen Serienkiller, den Sandmann, den ich schon ziemlich erschreckend fand. Also so seine Methode und warum er der Sandmann genannt wird, ist schon ja ein bisschen härter für mich zumindest. Ja, das war wirklich alles, was ich sehr interessant fand. Diese ganze Zeit damals finde ich ja sowieso sehr reizvoll. Und ja, von daher habe ich es auch in keinster Weise bereut. Ich weiß, dass im nächsten Buch auch Napoleon noch einen Auftritt hat. Von daher werde ich auch den zweiten Teil irgendwann lesen. Also von Spannung und so weiter war das wirklich sehr, sehr interessant. Und besonders halt diese historischen Persönlichkeiten mochte ich total. Ja, was mir nicht so gut gefallen hat, ich bin auch ein Fan von der Vulpius. Ich finde, Christiane Vulpius wurde, ja, ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Sie wird ja auch nicht gerne so als Goethes Frau, sie ist nicht die Vorzeigefrau, sagen wir es mal so. Sie liegt ja auch nicht neben ihrem Goethe auf dem Friedhof, sondern auf einem anderen Friedhof. Man hat sich immer so ein bisschen geschämt für die Frau Goethe. Dabei war sie meiner Meinung nach vielleicht sogar noch interessanter als Goethe selber. Sie war sehr lebenslustig und so. Sehr mutig, sie hat ihren Goethe auch gerettet, sie hat ihn gepflegt, sie hat alles getan. Aber das fand ich jetzt sehr, sehr schade, dass Christiane Vulpius da überhaupt nicht aufgetaucht ist, obwohl sie ja in seinem Haus logiert haben. Ja, das war etwas, was mir nicht gut gefallen hat und vor allen Dingen, ich fand es wirklich ein bisschen düster. Also, aber wie gesagt, da sind die Grenzen natürlich verschwommen. Meine Schwester liest ganz, ganz harte Thriller. Ich fand das jetzt schon für mich grenzwertig, aber nichtsdestotrotz war es halt sehr spannend. Ja, für wen ist dieses Buch etwas? Natürlich für alle, die gerne über diese Persönlichkeiten lesen, die gerne historische Krimis mögen. Die sind hier bestens beraten. Kai Meier hat wirklich einen sehr, sehr guten Schreibstil. Ich lese den Mann wirklich gerne. Für wen ist das nichts? Ja, für die etwas empfindsameren Seelen. Ist das vielleicht doch ein bisschen, ja, ein bisschen härter. Wie gesagt, es kommen auch zwei Pferde oder ich weiß nicht, auf alle Fälle kommen auch Pferde zu Schaden, aber das wird nicht so direkt beschrieben. Es ist halt ziemlich emotionslos. Es ist halt ein Unfall und gut. Also von daher seid ihr da relativ auf der sicheren Seite. So, ähnliche Bücher. Und da habe ich euch jetzt eine ganze Menge mitgebracht. Und zwar, den habe ich jetzt selber noch nicht gelesen. Ich habe das Buch jetzt noch gar nicht so lange von Stefan Lehnberg, Durch Nacht und Wind. Die kriminalistischen Werke des Johann Wolfgang von Goethe, aufgezeichnet von seinem Freunde Friedrich Schiller. Und das Buch finde ich sehr, sehr reizvoll. Es ist auch teilweise noch in der alten Schrift so ein bisschen geschrieben. Ich bin gespannt, wann ich dazu komme. Auf alle Fälle finde ich das sehr, sehr interessant. Vielleicht habt ihr das ja schon gelesen und ihr könnt mir darüber schon etwas mehr sagen. So, dann habe ich hier eine Bio Goethe, die ganze Wahrheit aus Mephistos Tagebüchern von Christian Moser. Diese Bios mögen wir total gerne. Sie sind schön illustriert, sie geben einen guten Einblick in die Charaktere. Allerdings sind die nicht ganz so jugendfrei. Also es gibt da auch die pikanten Geheimnisse, die in den Kinderbios wohlweislich verschwiegen werden. Also ein sehr humoristischer, guter Einblick in das Leben von Goethe. Dann gibt es diese Anekdotenbüchlein. Die mögen wir total gerne. Hier habt ihr seht, es sind immer kurze Anekdoten. Und zwar ist dieser hier Anekdoten über Schiller. Er scheint zur Poesie Genie zu haben. Das gibt es halt über Schiller. Jetzt ganz Goethe, willst du staunen, Flegel? Und wir haben das Ganze noch von den Brüdern Grimm und wenn sie nicht gestorben sind. Wir wissen, dass sie es getan haben, aber sie sind ja nun mal Deutschlands Vorzeigemärchenonkel, wenn man das so sagen darf.
Wer den Einstieg zu Goethe, zu den Brüdern Grimm finden will, dem kann ich also dieses Buch empfehlen. Von der Arena Bibliothek des Wissens, Die Brüder Grimm und das Rätsel des Froschkönigs von Andreas Fenske. Das war ein Rezensionsexemplar und ich muss sagen, dass ich das absolut gerne gelesen habe. Es ist halt eine Biografie für Kinder. Die ist immer sehr schön, sind die aufgemacht. Ihr bekommt wirklich einen sehr, sehr guten Überblick. Ihr habt hinten dann auch nochmal eine Zeittafel. Was war wichtig, was ist geschehen im Leben? Ihr habt dann hier auch nochmal, na, komm schon, ein Glossar. Da wird euch halt noch erklärt, was war ein Aderlass. Was haben wir hier noch? Bonaparte, Napoleon, was bedeutete es, reformiert zu sein, was waren Minnelieder und so weiter. Also ihr bekommt da wirklich einen sehr, sehr schönen Überblick. Es ist gut geschrieben, leicht verdaulich und ich finde es einfach ideal, wenn man mit historischen Personen anfängt und erstmal wissen will, sind die überhaupt für mich interessant, sind diese Kinderbücher von der Arena-Bibliothek wirklich toll. Und dann haben wir hier auch den Herrn Geheimrat Goethe und des Pudels Kern, auch von Andreas Fenske geschrieben. Ja, hier sind ordentlich, das können wir mal so zeigen, das geht noch gerade durch. Ja, Herr Goethe ist auch gerne schwimmen gegangen, ja. Und hier habt ihr Erfolg, Ehre, Ruhm und Liebe. Hier habt ihr den Faust und Goethe, der irgendwo unterwegs ist zwischen Weimar und Italien. Er war ja auch ein großer Italien-Fan. Und auch hier habt ihr halt noch diese Zeittafeln und so weiter. Die sind wirklich absolut toll und ich kann sie euch nur ans Herz legen. So, dann haben wir hier nochmal einen Roman von Kerstin Pfleger, Die Alchemie der Unsterblichkeit. Ich habe das vor Jahren gelesen. Es geht um einen jungen Gelehrten. Er heißt Icherius Zein und der ist unterwegs in den Tiefen des Schwarzwalds. Das Ganze spielt 1771 und er wird konfrontiert mit Vampiren, Werwölfen und allem Möglichen. Ich fand die damals absolut mega spannend. Das ist auch eine Mystery-Serie. Dazu gab es noch den Krähenturm, der führt dann nach Heidelberg. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen dritten Teil gab, aber das waren die beiden, die ich halt gelesen habe. Und ich fand die wirklich sehr, sehr spannend. Den ersten, vor allen Dingen den zweiten, nicht ganz so. Und ich weiß, dass es auch relativ dunkel war. Vielleicht konnte ich damals die Dunkelheit besser vertragen, als ich es heute kann. Aber ich war absolut restlos begeistert von diesem Buch. Vielleicht gibt es da sogar noch eine Einzelvorstellung hier auf dem Kanal. Ein Buch, das ich sehr, sehr schön finde. Ich habe es leider noch nicht ganz gelesen. Die Brüder Grimm, Leben, Werk, Zeit von Gabriele Seitz. Ihr seht, das ist sehr schön großformatig. Also wenn ihr es mit den Brüdern Grimm habt, so wie ich. Schauen wir mal gerade. Ihr habt hier halt halt auch immer große Bildtafeln und Fotografien. Ich gucke mal, ob ich hier noch was Schönes finde. Ihr erfahrt, woher sie ihre Märchen bekommen haben. Das war hier zu Hänsel und Gretel, was ich euch gezeigt habe. Hier habt ihr nochmal die beiden Brüder, Wilhelm und Jakob Grimm. Und sie waren wirklich sehr, sehr interessant. Sie sind ja nicht nur die Märchenonkel, sie haben ein Lexikon angefangen zu schreiben. Sie sind waren politisch sehr aktiv, von daher lohnt es sich, den Märchenonkeln vielleicht mal so ein bisschen näher zu kommen und sie mal unter die Lupe zu nehmen. So, und dann habe ich hier noch von Gerald Axelroth, Die fantastische Welt der Brüder Grimm entlang der Deutschen Märchenstraße. Ich finde die Deutsche Märchenstraße, obwohl natürlich nur eine Erfindung der Touristik, trotzdem sehr hübsch und sehr reizvoll. Da gibt es halt diese, das fängt glaube ich oben in Bremen an, nee, es fängt in Hannover-Schmünden an und geht bis Bremen und da sind diese ganzen Märchengestalten, die ihr da entdecken könnt. Manchmal ein bisschen abgelegener, Wolfhagen, es ist halt die Sieben Geißlein, glaube ich. Dann habt ihr in Pude, da ist glaube ich Aschenputtel. Ihr habt auf der Saberburg habt ihr Dornröschen bis oben zu den Bremer Stadtmusikanten. Und hier habt ihr halt auch sehr, sehr viele Fotos und die sind, ach, da haben wir schon die Saberburg. Ups, die haben wir uns natürlich auch schon angeguckt. Das ist gar nicht so weit von Kassel entfernt und von Hannover-Schmünden.
Ja, und das ist wirklich ein sehr schönes Buch. Da habt ihr sehr viele Fotos auch dabei und einen richtig guten Überblick über das Leben der Brüder Grimm und ihre Schaffenswerke, also alles, was sie geschaffen haben. So, das war es dann jetzt erstmal von mir für euch. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen auf die Geisterseher. Also wenn ihr es gerne ein bisschen dunkel habt und braucht ein bisschen Spannung und fürchtet euch nicht vor Serienkillern, dann seid ihr genau hier richtig. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.